Willkommen, willkommen auf TechVideo. Mein Name ist Balázs und ich bin hier nicht zu Hause, sondern bei einem Kumpel von mir, bei dem ich neue LED-Strips angebracht habe. Ihr seht, ich stehe in der Küche, an der Decke sind die auch und hier erzähle ich jetzt was ein bisschen, wie ihr für 30 Euro ein Smart Home machen könnt mit smarten LEDs, das so ausschaut oder so ausschaut wie in meiner Küche. Da habe ich die nämlich integriert in meine Bar, aber das seht ihr jetzt hier im Intro-Video und gleich erzähle ich noch viel mehr zur App und wie man alles benutzen kann, wie geil das Ganze ist und wie günstig das Ganze ist hier auf TechVideo. Ah, guten Tag auf da leben Kindergarten in dir. Ja, das ist eine wunderspitze Superkauffrage. Leder kaufen, es geht. Yeah. Ich sitze jetzt schon auf dieser gemütlichen Couch und nein, es geht nicht um so kleine Lichter, wie ihr sie hier sehen könnt, an einem Sony-Lautsprecher. Dazu seht ihr übrigens auch ein Video auf meinem Kanal. Ich habe neue geile Sony-Lautsprecher bekommen, die richtig gut klingen. Und bei den LED-Strips hier geht es eigentlich genau auch um Sound und um Licht, denn sie reagieren auf Sound. Also wir haben in dem kleinen Schalter drei Knöpfe, an- und ausschalten, zwischen 8 Farben wechseln oder einmal zwischen verschiedenen Soundoptionen wechseln, denn wir können verschiedene Soundeffekte auslösen und regelmäßig gibt es Updates. Also alle paar Monate könnt ihr mit Updates rechnen von Govee. Ich habe jetzt zu Halloween, ja nach über 2 Jahren, jetzt immer noch ein Update bekommen mit noch mehr Effekten. Ich glaube, es gibt jetzt schon 64 Effekte, aber normalerweise benutzt man nur 2, 3. Aber das Coolste an der ganzen Sache ist, ich habe sie zum Beispiel zu Hause bei mir in der Bar eingebaut. Wenn ich nach Hause komme und sage, hey Google, mach das Licht an, dann ist der an einen Smart Plug gesteckt. Das Licht geht mit allen anderen Hue Flips Lichtern auch an und es macht da weiter, wo ich aufgehört habe. Also ist eigentlich immer der gleiche Effekt angeschaltet, außer ich gehe in die App rein oder ich drücke den Knopf nochmal manuell an meiner Bar. Genauso natürlich hier bei meinem Kumpel, wo ich gerade bin, den ihr am Anfang von dem Video gesehen habt, der ein bisschen hier probiert hat, Deutsch zu sprechen. Ich bin gerade in Ungarn natürlich. Und das Lustige dabei ist, bei den Lichtern hier, er hat nach 2 Jahren, ich habe sie mal mitgebracht, sie schon zu viel mehr Sachen benutzt, als eigentlich ich in der letzten Zeit. Deswegen habe ich mich gefreut, dass er das hier so eingebaut hat. Er hat hier so eine kleine Disco sozusagen für sich hier in seiner Wohnung damit aufgebaut und kann hier richtig coole Stimmung machen. Noch coolere, glaube ich, sogar wie ich in meiner Bahn und mit dem einen LED-Strip. Aber vielleicht überlege ich mir auch da noch ein bisschen mehr. Und ich finde es auch vor allem deswegen genial bei Govee, dass sie nur 30 oder 40 Euro kosten für 5 Meter. Oder ihr könnt natürlich auch kürzere kaufen. Und es gibt auch welche mit integriertem WLAN. Das heißt, ihr könnt da natürlich auch ohne Smart Plug das Ganze benutzen. Aber damals, als ich sie gekauft habe, gab es das noch nicht, ist, dass sie viel günstiger sind als Philips und ihr könnt jede einzelne LED ansteuern. Alle 5 cm gibt es eine LED, alle 15 cm, also pro 3 LEDs könnt ihr es abschneiden, also kürzer machen und in der App könnt ihr wirklich alle 3 LEDs immer ansprechen und dann entsprechend, oder warte, es sind gar nicht 3, es sind 3, 6, 9. Genau, alle 9 LEDs könnt ihr immer auf einmal ansprechen. Und dann verschiedene Bereiche auswählen, wie zum Beispiel bei ihm hier ist eine Seite weiß, die andere Seite ist rot und es schaut so aus, als ob es 2 verschiedene LEDs zum Sperren, aber ist es gar nicht. Also man kann wirklich viele coole Sachen machen in der App. Ich will gar nicht zu viel erzählen. Probiert es selber aus, bestellt euch auf Amazon, gerade wie immer bis Ende Januar zurückschickbar alles, was ihr bestellt auf Amazon, von Amazon selber. Denn wir haben verlängerte Weihnachtsregeln, wie schon seit, weiß nicht, 5, 6 Jahren. Also einfach ausprobieren und solange ihr wollt, dann natürlich zum Beispiel auch als Weihnachtslicht verwenden. Hier die Govee Produkte und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann habe ich noch auch was ganz Besonderes für euch in einem Video demnächst, wo wir das Ganze mit einer Kamera verbinden und ihr den Fernseher auch Philips Hue-tauglich machen könnt, aber dazu dann bald mehr. So, und das war es jetzt hier auch schon mit dem coolen kleinen Smart Home LED-Strip, Smart Home Audio Technik, Video sozusagen, denn ihr habt gesehen, der kleine Schalter ist auch dafür da, dass ihr da auch manuell schalten könnt. Ihr braucht das Handy gar nicht. Ihr könnt alles per Alexa oder per Google Assistant anvisieren, wenn ihr
euch per Bluetooth verbinden könnt. Aber es gibt auch richtige Smart Home Lösungen. Die sind ein bisschen teurer von GoWe. Unten findet ihr aber die Links und ich will noch viel mehr Produkte von denen euch zeigen. Denn es muss nicht alles immer Philips sein oder andere Firmen sein. Denn an sich sind sie auch kompatibel, wenn ihr alles richtig einstellt. Und hier haben wir auch regelmäßig Software-Updates. Denn ich habe die Strips vor 3 Jahren gekauft und sie sind immer noch regelmäßig. Jetzt auch an Halloween wieder mit neuen Effekten rausgekommen. Ihr seht es gerade immer so ein durchscheinendes, wechselndes Licht. Aber TP-Link hat sowas auch. Die brauchen aber auch schon seit 2 Jahren, damit es auf den deutschen Markt kommt. Also ich verstehe es nicht, dass die Chinesen diesmal langsam schneller sind als die klassischen großen Firmen und trotzdem richtig immer bessere Software liefern. Aber naja, schaut unten auf die Links drauf rein. Auf Amazon könnt ihr alles jetzt sofort bestellen. Ist noch nicht ausverkauft. Es gibt viele Produkte von der Firma. Aber das war es jetzt hier auch schon ganz kurz mit mir. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie unten in den Kommentaren oder auf Instagram, TikTok und sonst wo, wo ihr mich findet. Ihr findet mich auf den meisten Social-Plattformen. Und das war es ja auch schon. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Balasch und tschüss. Thank you.